Ich hab's geschafft, ey. 200 Kilometer flach. Mega. Aus den Lessons learned, Nummern von den letzten Videos, bin ich leider nicht so viel schlauer geworden. Ich weiß gar nicht, ob's so geil war. Ich hab 8 Stunden Zähne klappert in dem Scheißzeug gesessen. Grüßt euch vom schönen tschechischen Mittelgebirge. Hier fließt die Elbe, Labe genannt. Hier vorne ist Usti. Die Elbe ein Stückchen weiter runter. Da vorne ist irgendwo Leitmaritz, da ist die Oma her. Wir fliegen am schönen Brna. Eigentlich wollte ich aber über was ganz anderes quatschen. Und zwar, vielleicht seht ihr es am Titel, aber ich habe letztes Jahr geschafft, geil, ne? Ich habe letztes Jahr das geschafft, was ich in den Videos schon so oft angesagt habe, nämlich die 200 Kilometer zu fliegen. Es war ein flaches Dreieck von der Grenze aus. Und ja, im Gegensatz zum Flug heute, tut mir leid, habe ich da nicht auf die Reihe bekommen, meine 360-Grad-Kamera anzumachen. Ich war da einfach zu dolle mit meinem Flug beschäftigt. War zu aufgeregt die ersten anderthalb, zwei, drei Stunden. Und deswegen gibt es nur ein bisschen Videomaterial vom Handy. Und ein bisschen Kartenmaterial. Auf zur Grenze, 5 Uhr, mega Nebel, obwohl der Tag übelst gut angesagt ist. Rundplatz, Estertal, Dolomitenwipfel, Antalzer Tal, Schneller Sattel sieht man schon gut und es ist noch Wohlerwalde drin. Okay. Nachdem mir die Leine gerissen ist, beim Absuchen habe ich mich natürlich komplett durchgeschwitzt und an dem Tag war es ultra kalt, Schneegrenze schön auf unter 3000. Und ich die ganze Zeit an der Wolkenbasis. Ich habe 8 Stunden lang nur gefroren. Der Großglockner! Am Aaron Dorogati getroffen. Jetzt bei der Rupenquerung eine Tour machen. So, erste Wende. Da ist der Großglockner. Weil ich kurz für die Anzeige. Jetzt der zweite. So, und dann ist halbwegs über mehr Zeit. Was wird denn das wohl? Dürftest du mal zum theoretischen Fünfplantal? Und weil dann sind wir hier der Mann über den Platz komplett. Der Gips war gerade so anstrengend, ey. Boah, war der gerade gekauft, krass. Vor der Sternenquerung, so mega viel Nordwärts eigentlich nicht.
Bin mal gespannt, ob ich noch jetzt Anschluss finde. Wenn nicht, hatte ich mich so ziemlich genau maximal weit, dass der Puppe dann versenkt. Reingehauen! So, bei der Lüsenquerung. Ich bin gespannt, wie ein Pferdebogen zu blitz und zu quitt. Und ja, mal schauen. Ich habe, als ich die Lüsen eingeschafft hatte, habe ich für mich entschieden, dass 7 Stunden Flugzeit genug ist. Dann von da über den Kronplatz den Rückflug angetreten. Mega, die Dolomiten, die 13. Hier hinten ist eine alte Manier drin. Nee, nicht eine alte Manier, Cortina d'Ampezzo. Der Boden ist da, die ist voll cool für das. Ich hab's geschafft, ey, 200 Kilometer flach. Mega! Mega! Viele Grüße! So! Das ist ein Peltertal. Hier vorne auf der Wiese bin ich übrigens wieder angebombt. Nach 8 Stunden Flug ging das nicht mehr besser. Ansonsten, was kann ich zu dem Flug sagen? Das war mega, also ultra krass. Und habe es geschafft, in ziemlich genau 8 Stunden, ich glaube 203 Kilometer flach zu fliegen. War auf jeden Fall ein geiles Erlebnis. Bereitet euch nicht nur streckenmäßig auf so einen Flug vor, sondern bereitet euch auf so einen Flug bitte auch vor, indem ihr ordentlich eure Sachen zusammensammelt, euer Urinalkondom beisammen habt oder Windel oder was auch immer ihr da nutzt. Seht zu, dass ihr da immer alles vorher gepackt habt, weil aus den Lessons Learned Nummern von den letzten Videos bin ich leider nicht so viel schlauer geworden. Ich war vorher in Südamerika 2 Monate und hat dummerweise irgendwie die dicken Handschuhe aussortiert, weil ich 2 Paar eingepackt hatte. Und ich dachte, ja, eins habe ich ja noch im Gleitschirmrucksack. Hatte ich nicht. Die euren Original-Urinalkondome leider auch nicht. Und dann dachte ich auch noch beim Start, dass ich mir eine Leine gerissen habe. Ich habe beim Aufziehen im Wind das verdächtige Bing gehört. Und habe dann in voller Montur erstmal schön eine Stunde, dreiviertel Stunde rumgefiddelt. Und Leine für Leine, Meter für Meter, alles angeschaut. Und dann festzustellen, oh, Schwein gehabt, ist doch alles ganz. Und an dem Tag war es ultra kalt, im Gegensatz zu den Streckenflügen, die ich so letztes, vorletztes, vorvorletztes Jahr immer hatte. Schneegrenze schön auf unter 3000. Und ich die ganze Zeit an der Wolkenbasis. Ich habe 8 Stunden lang nur gefroren. Nur. Ich habe 8 Stunden zähneklappernd in dem Schutzgurtzeug gesessen. Ende vom Lied. Ich hatte so eine Art Erfrierungen an den 3 Fingern hier. Ich weiß nicht, vielleicht kam das auch hier vom B-Handle-Zeiten oder irgendwie sowas. Meine Sonnenbrille hatte zu viel Zug an den Seiten in die Augen rein. Ich hatte wie so eine Hornhautaustrocknung und konnte 2 Tage, eigentlich war ich immer froh, wenn ich die Augen zu haben konnte. Es fühlte sich dann aber an, als hätte ich da Reibeisen irgendwie oder Sand im Auge. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es so geil war. Ja, natürlich war es geil, aber
gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon mal so ein großes Flugvorhaben habt, was ihr dabei alles versägt hat. Oder ob das bei euch direkt beim ersten Mal alles geklappt hat. Würde mich freuen. Genauso wie ein Daumen hoch. Soll ich mal ein kurzes Video machen über die Flüge in Südamerika? Jetzt? Ja, gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr bei euren ersten großen Streckenflügen alles vergeigt habt. Erste große kann ich eigentlich gar nicht sagen, ne? Der 200er war ja schon der x-te große. Und man möchte eigentlich meinen, dass ich nach 10 Jahren Gleitschirmfliege wüsste, worauf es ankommt. Die Strecke hatte ich mir gut eingeprägt und alles. Mega. Ich glaube, von Timon Winkler war das bei den Nova Insights. Der kennt ihr auf jeden Fall. Guckt euch das, den Vortrag an. Ich werde den mal unten verlinken. War auf jeden Fall mega, wenn es darum ging, wo fliege ich lang, wie gehe ich flugtaktisch vor. War im Endeffekt ein Flug wie im Bilderbuch. Rangehauen, alles Gute!